Nächster, nächster! Wichtige drei Punkte, die wir jetzt hier aus Tönis mitnehmen. Also es ist wirklich immer ein hartes Pflaster hier. Wir haben letzte Saison schon gemerkt, dass gerade hier bei der Heimstärke, die Teutonia hat, dass sie immer unangenehm sein können, auch mit Ball immer gute Lösungen finden. Und da wollten wir von vornherein den Zahn ziehen. Wir kommen sehr, sehr gut ins Spiel, machen zwei frühe Tore. Eine Situation auch aus einer Ecke, die einstudiert ist, erfreut uns natürlich vom Trainerteam extrem, dass dann der Gegner in dem Moment pennt und wir dann mit Schumi abschließen können. Das 2-0 macht Taku überragend, sehr, sehr geistesgegenwärtig, spritzt da rein und dann hast du mit einer 2-0-Führung natürlich alle Argumente auf deiner Seite. Dann haben wir es immer noch 5 bis 10 Minuten gut gemacht, haben dann so ein bisschen Leistungsabfall, dann wird es irgendwo so ein bisschen 50-50-Spiel. Aber hinten raus, die zweite Halbzeit, finde ich, haben wir wirklich viel Ballbesitz gehabt, ganz bewusst auch versucht, den Gegner kaputt zu spielen und haben immer mal wieder Nadelstiche gesetzt. Ganz, ganz schlimme Phase, aber da zahle ich dann nachher bei meinem Trainerteam für. Letztendlich haben wir insgesamt, finde ich, wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Das ist eine super Leistung, insgesamt dann mit 2-0 rauszugehen, wieder zu 0 zu spielen, wieder 3 Punkte mitzunehmen. Das ist sehr, sehr gut und ich denke, da können wir jetzt für die nächsten Wochen weiter mit breiter Brust auftreten und werden das auch tun.